Sehr geehrte Frauen, heute ist der 8. März, der Internationale Frauentag, und deswegen freue ich mich sehr, dass ich Ihnen dazu ganz, ganz herzlich gratulieren darf. Der Frauentag erinnert uns ja immer wieder daran, wie weit wir in Bezug auf die Rechte der Frauen schon gekommen sind, aber natürlich auf der anderen Seite auch als Mahnung, nicht aufzuhören mit dem Kampf für die Gleichberechtigung. Vor 104 Jahren wurde das Frauenwahlrecht in Deutschland eingeführt. Aber damit war noch längst nicht alles gut, denn jahrzehntelang waren Männer weiterhin trotzdem in Ost und West noch die Bestimmer in Politik, in Familie und in Wirtschaft. Und viele Frauen haben sich in diese einseitigen Strukturen weiterhin eingefügt. Sie haben Männer gewählt, sich von Männern anstellen lassen und auch für sie den Haushalt und die Familie organisiert. Deshalb ist es heute umso schöner zu erleben, dass es doch quasi selbstverständlich ist für Männer, dass sie auch Frauen wählen, dass sie Frauen als Chefinnen akzeptieren und dass auch die Männer die Kinder erziehen und nicht nur die Frauen. Das ist ein toller und unglaublicher Wandel, der aber nicht vom Himmel fiel, sondern das Ergebnis von vielen unglaublich engagierten Frauen und ihrer Strebsamkeit nach den Fortschritten im Rahmen der Gleichberechtigung waren. Diese Fortschritte dürfen aber eben nicht das Ende sein, sondern die Gesellschaft muss sich weiter auch in Zukunft anpassen. Da geht es um gleiche Löhne für gleiche Arbeit, berufliche Aufstiegsmöglichkeiten, aber weiter auch die Gleichberechtigung in der Familie. Wichtig ist mir heute aber auch, über den Tellerrand, über den Landesrand, über Europa hinauszuschauen, in Länder, in denen auch heute in der ganzen Welt noch Frauen mit Diskriminierung, Belästigung, Unterdrückung und Gewalt konfrontiert sind, darunter leiden. Und hier ist es umso wichtiger, dass wir aus Deutschland heraus die Stimme erheben und zeigen, dass uns das auch wichtig ist, dass es nicht nur um uns hier in Deutschland geht, sondern natürlich auch um die internationale Akzeptanz dieser Themen. Und deswegen wollen wir auch an diesem Tag nicht nur an andere denken, sondern auch uns darüber freuen, dass wir in der Lage sind, so etwas bei uns hier zu schaffen, dass wir es erfolgreich vorangebracht haben und daraus auch den Mut und die Zuversicht schöpfen, dass wir diese Kraft auch in die anderen Länder transportieren können. Und deswegen genießen Sie diesen Tag heute, freuen Sie sich über das Erreichte, aber nutzen Sie den Tag auch, um viele dieser Veranstaltungen zu besuchen, die heute auch wieder an den Start gehen. Und da möchte ich allen Organisatorinnen und Organisatoren ganz herzlichen Dank dafür sagen, dass sie wieder so viel buntes Programm an den Start bringen heute. Und ich hoffe auf viele Besucherinnen und Besucher. Lassen Sie sich inspirieren und haben Sie Freude an diesem Tag.